Dabei sein, aber vielleicht ist das noch längst nicht das Ende im Sommer. Ein Jahr lang, 2008. Roman Weidenfeller im Kasten, da ist Şahin für Reus. Dembélé ist im Zentrum. Nochmal Şahin mit Reus. Mit links, Reus. Boah, Tor! Einmal der Freistoß, Reus. Und jetzt achten Sie auf den Keeper. Da kann er alles mitmachen. Also mit Reus. Und mit Dembélé. Dembélé. Dembélé! Von Şahin, der Pass ist super für Reus. Und dann sind wir wieder beim Thema Tempo. Da können die Warschauer kaum folgen. Dembélé dreht dann gleich zwei ein, hat dann Glück, dass Kagawa nach dem Einsatz von Castro, Şahin. Ja, das ist auch super für Kagawa. Reus ist da, Tor! 5:2. 5:2. Thomas Tuchel, hier der Einsatz von Castro ist stark. Dann über Kagawa und Şahin. Şahin hat die Idee mit diesem Lupfer zurück auf den Japaner. Na, Reus vielleicht gleiche Höhe. Guckt dann auch mal sicherheitshalber zum Assistenten, der das alles durchwinkt. Klasse der Einsatz von Castro. Die Übersicht von Şahin, das Ballgefühl hier aus dem Gelenk auf Kagawa und hin zu Marco Reus. Bei seinem Comeback gleich getroffen. Und für meinen Chancen- bzw. Torzettel. Und er hat nicht nur sein Reus und Dembélé. Kagawa im Zentrum. Dembélé für Reus. Super gespielt. Oh, die Fahne ist wieder oben. Schoß beispielsweise. Reus stark. Na, nicht besonders amüsiert über zwei Gegentore. Da haben die Dortmunder diesen Gegner an der viel zu langen Leine. Sechserreihe. Dembélé, Reus. Die Fahne ist oben. Dembélé. Dembélé. Super. Kein Abseits. Und Reus ist da. Noch mal gucken. Braucht man schon viel Geduld. Das ging über Minuten lang. Mit einem ähnlichen Strickmuster. Jetzt der Moment der Ballabgabe. Gleiche Höhe. Alles sauber. Und Reus bei seinem Comeback mit seinem zweiten Treffer. Und einige schon ungeduldig geworden in Dortmund. 7 Minuten hat es gedauert. Seit der Rückkehr aus der Kabine. 6:2. Noch einmal Dembélé und Reus. Beiden Tore von Kagawa zum 1:1. Letztlich hat es. Jetzt gucke ich zunächst mal auf Reus. Bevor es da wieder geht. Verwundert dann schon, dass diese Mannschaft vor einigen Tagen gegen Real Madrid 3:3 gespielt hat. Im Bernabeu gab es einen. Und jetzt Reus. Defensiver Mann rein. Reus wird Legia ja hier über die gesamte Spieldauer in der Defensive präsentiert, ist schon bedenklich eingeleitet hat. Und alles drin. Und nichts unmöglich.
der Defensivleistung des Gegners brillant. Also, Reus noch einmal. Reus! 8-4. 12 Tore in einer Partie. Und Reus hat 3 davon erzielt. Bei sein zu können, aber nie ist es ihm so einfach gemacht worden. Der Pass kam von Aubameyang, dann ich glaube sogar wieder durch die Beine des Torhüters. Abgefälscht. Und damit dann natürlich auch schwierig zu halten. Dann kriegt er die Schuhe nicht mehr zusammengestellt. Radoslav Čiršnjak und Thomas Tuchel wurmen diese 4 Gegentore. Borussia Dortmund schlägt Legia Warschau mit 8-4. Ja, Sie haben richtig gehört. Mit 8-4. Dabei sein, aber vielleicht ist das noch längst nicht das Ende im Sommer. Ein Jahr lang, 2008. Roman Weidenfeller im Kasten, da ist Şahin für Reus. Dembélé ist im Zentrum. Nochmal Şahin mit Reus. Mit links, Reus. Boah, Tor! Einmal der Freistoß, Reus. Und jetzt achten Sie auf den Keeper. Da kann er alles mitmachen. Also mit Reus. Und mit Dembélé. Dembélé. Dembélé! Von Şahin. Der Pass ist super für Reus. Und dann sind wir wieder beim Thema Tempo. Da können die Warschauer kaum folgen. Dembélé dreht dann gleich 2 ein. Hat dann Glück, dass Kagawa nach dem Einsatz von Castro, Şahin. Ja, das ist auch super für Kagawa. Reus ist da, Tor! 5-2. 5-2. Thomas Tuchel, hier der Einsatz von Castro ist stark. Dann über Kagawa und Şahin. Şahin hat die Idee mit diesem Lupfer zurück auf den Japaner. Ja, Reus vielleicht gleiche Höhe. Guckt dann auch mal sicherheitshalber zum Assistenten, der das alles durchwinkt. Klasse der Einsatz von Castro. Die Übersicht von Şahin, das Ballgefühl hier aus dem Gelenk auf Kagawa und hin zu Marco Reus. Bei seinem Comeback gleich getroffen. Und für meinen Chancen- bzw. Torzettel. Und er hat nicht nur sein Reus und Dembélé. Kagawa im Zentrum. Dembélé für Reus, super gespielt. Oh, die Fahne ist wieder oben. Schoß beispielsweise. Reus stark. Ja. Nicht besonders amüsiert über 2 Gegentore. Da haben die Dortmunder diesen Gegner an der viel zu langen Leine. Sechserreihe. Dembélé, Reus. Die Fahne ist oben. Dembélé. Dembélé. Super. Kein Abseits. Und Reus ist da. Noch mal gucken. Braucht man schon viel Geduld. Das ging über Minuten lang. In einem ähnlichen Strickmuster. Jetzt der Moment der Ballabgabe. Gleiche Höhe. Alles sauber. Und Reus bei seinem Comeback mit seinem 2. Treffer. Und einige schon ungeduldig geworden in Dortmund. 7 Minuten hat es gedauert. Seit der Rückkehr aus der Kabine. 6:2. Noch einmal Dembélé und Reus. Beiden Tore von Kagawa zum 1-1. Letztlich hat
Jetzt gucke ich zunächst mal auf Reus, bevor es da wieder geht. Verwundert dann schon, dass diese Mannschaft vor einigen Tagen gegen Real Madrid 3:3 gespielt hat. Im Bernabeu gab es einen. Und jetzt Reus. Defensiver Mann rein. Reus wird das Legia hier über die gesamte Spieldauer in der Defensive präsentiert, ist schon bedenklich eingeleitet hat. Und alles drin. Und nichts unmöglich. Der Defensivleistung des Gegners brillant. Also Reus noch einmal. Reus! Reus! 8:4. 12 Tore in einer Partie und Reus hat 3 davon erzielt. Bei sein zu gönnen, aber nie ist es ihm so einfach gemacht worden. Der Pass kam von Aubameyang, dann ich glaube sogar wieder durch die Beine des Torhüters abgefälscht. Und damit dann natürlich auch schwierig zu halten, dann kriegt er die Schuhe nicht mehr zusammengestellt. Radoslav Čiršnjak und Thomas Tuchel wurmen diese 4 Gegentore. Borussia Dortmund schlägt Legia Warschau mit 8:4. Ja, Sie haben richtig gehört, mit 8:4.